2008, Subprime-Crisis. Ja. Wobei ich glaube ja, da bin ich kindisch genug, ich glaube ursprünglich hängen geblieben auf dem Thema bin ich, weil das auch so ein super Army-Wort ist. Ne? Subprime-Crisis. Wo du denkst, Alter, was ist das, das will ich haben. Ja, also. Und wer sich jetzt erinnern kann, Subprime war dieses Geschäftsmodell, etwas vereinfacht, Kredite an Menschen, denen man normal echt kein Geld bürgert. Oder machen wir es mal konkret am Anfang. Stellen wir uns gemeinsam vor, irgendwo da hinten sitzt ein netter junger Mann. Lassen wir uns ein paar Details einfallen, so ein bisschen lange Federn, ein bisschen rote Augen abfallen. Lippenflinsel, Wolverine-Koteletten, Legalize-T-Shirt, Fetzenschädel. Ja, aber nett, was du denkst, hörst du ein Trottel, wo ich einmal mit dem trinke, ein Bierbobett, darum geht's überhaupt nicht, was rede ich da. So. Gehen tut's um die Frage, würden Sie, angenommen Sie hätten's, dem sympathischen jungen Fetzenschädel 200.000 Euro einfach so buchen? Schaut mir nicht so an, ich komme jetzt diese rhetorisch, ich komme jetzt nicht oben und sackel sie aus. Ja? Gut, ich werte das als kollektives Nein. Warum? Weil sie, ich weiß, das ist jetzt nicht politically korrekt, aber von Wirtschaft einen Scheißdreck Ahnung haben. Die wirklichen Finanzkapazitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika haben da sofort die Chance erkannt. Das Geschäftsmodell war in etwa, man gibt Menschen, die derart mit Rotz raffen, dass sie ihre überzogenen Kreditkarten nicht mehr begleichen können, Kredite, deren Zinsen, alle wären ein Wahnsinn, sind aber doch deutlich günstiger als die Überziehungszinsen der Kreditkartenfirma und besichert diese Kredite mit den Häusern dieser Menschen oder halt mit deren Wohnwagen, Zelt, Löcher im Barmer. Es war ein Subprime. Die Idee ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es haben sich ab Anfang der 90er Jahre gigantische auf Subprime-Finanzierung spezialisierte Finanzdienstleistungskonzerne mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten konstituiert, die Mitte der 90er alle in Konkurs gegangen sind, weil sich herausgestellt hat, dass Menschen, die ihre überzogenen Kreditkarten nicht mehr bedienen können, auch normale Schulden nicht zurückzahlen, weil sie kein Geld haben. Völlige Überraschung auf den Finanzmärkten. Man hat aber aus dieser bitteren Lektion Lehren gezogen. Man hat gesagt, okay, so machen wir das sicher nicht mehr. Wir vergeben zwar weiterhin Riesenkredite an totale Hungerleider und streifen die schönen Vermittlungsprovisionen dafür ein, dann aber wandeln wir diese Kreditforderung in ein verzinsliches Wertpapier um und verkaufen es weiter, dann ist das Risiko aus dem Haus. Oder um vielleicht das konkrete Beispiel nochmal aufzugreifen, würden Sie die erwähnten 200.000 an den erwähnten charmanten Fetzenschädel aushändigen, unter der Annahme, dass Sie dafür 10.000 Euro Vermittlungsprovision kriegen und den Kredit in der Sekunde der Unterschrift an die charmante Perlenkettendame da links hinten verklopfen können. Eher. So ist es gemacht worden. Gekauft haben diese schwindlichen Kreditpapiere, und das überrascht auf den ersten Blick, die großen Wall Street Banken. Lehman, Goldman, Merrill Lynch, wie sie alle hassen. Die wollten den Träger aber natürlich nicht haben. Die wollten ihn umgehend mit Aufschlag weiter verscheddern. Und da erst hat sich ein unerwartetes Problem eröffnet, dass nämlich die potenziellen Abnehmer von Wirtschaft genauso einen Schaß an und gehabt haben wie sie. Die haben sich das kurz angeschaut und gesagt, na danke. Das heißt, die großen Wall Street Banken standen jetzt vor der Aufgabe, diese sehr, sehr riskanten, weil sehr schlecht besicherten Kreditpapiere in ein solides, praktisch risikoloses Investment umzuwandeln. Und das geht so, was wir jetzt ausprobieren wollen vielleicht. Man nimmt diese ganzen schwindlichen Kredite und sortiert sie zunächst einmal nach Schwindlichkeitsgrad. Also so von schwindlig bis Alter! Dann trägt man Sorge dafür, dass diese unterschiedlichen Schwindigkeitssegmente homogen miteinander vermischt werden. Das erzeugt nämlich finanzmathematisch eine Risikostreuung. Berechnet wurde es nach dem Black-Scholes-Modell, über das man ansonsten nur zu wissen braucht, dass der Herr Black und der Herr Scholes dafür den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben. Also was soll da noch schiefgehen? Und dieser riesige Haufen gemischten Unrats, den man so erzeugt hat, der wurde von den Wall Street Banken zu riesigen Subprime-Paketen gebündelt. Mit diesen Paketen sind die Banken zu den Ratingagenturen gegangen. Die Ratingagenturen haben das Konzept dahinter jetzt genauso wenig verstanden wie Sie, da muss sich niemand an Minderwertigkeitskomplex wachsen lassen, haben aber etwas anders reagiert insofern, als sie diese Subprime-Pakete mit Bestnote bewertet haben.
AAA. Wenn man es so verkürzt hat, klingt es ein bisschen geschoben. Also, die haben das, sie sind natürlich schon ihrer Aufgabe nachgekommen. Die haben geratet, die haben geschaut, ob diese Pakete alles in Ordnung ist und so. Ja. Und die haben auch nicht blindwütig darüber einfach ein AAA draufgestempelt. Also im Schnitt haben lediglich 80% dieser Pakete sofort AAA bekommen. Die restlichen 20% hat die Bank wieder mit heimnehmen müssen. Die haben es dort ausgeladen, woanders eingeführt, wieder hintragen. Davon haben 80% AAA bekommen. Die restlichen 20% hat die Bank wieder mit heimgenommen, ausgeladen, umgerührt, woanders eingeführt. Sie verstehen das Grundprinzip. Also im Fleischwarenfachgewerbe nennt man das auch den Burnwurstkreislauf. Und anschließend waren diese schwindlichen Kredite ein solides, praktisch risikoloses Investment. Dafür haben ja die Ratingagenturen Moody's, Fitch, Standard & Poor's mit ihren AAAs feierlich den doppelt gefütterten Asbesthandschuh ins Feuer gehalten. Die Ratingagenturen muss man jetzt aber auch verstehen. So eine Ratingagentur kriegt ja ihr Geld fürs Raten. Und zwar von der Investmentbank, deren Finanzprodukt sie gerade ratet. Für den Laien klingt das noch am Konstruktionsfehler. De facto hat es aber bewährt, weil nämlich die Ratingagenturen könnten sich's niemals leisten, von Renommee auch nur einmal einen Fehler zu machen, weil sonst da passiert was in der Theorie. Und die haben es da eben, also, da so geredet. Und vor allem, man muss auch sagen, die Ratingagenturen haben auch in einem gewissen Spannungsfeld natürlich agiert. Man muss sich das so vorstellen, also man hat sich bei Moody's zum Beispiel vermutlich nicht zu Unrecht gedacht, wenn wir da jetzt beim Raten so richtig ungut sind, was so zweifelschäfserisch, idüpferreiterisch, auf allem um ein Dummglätzl und alles ganz übergenau, nein, dann kränkt sich die Bank vielleicht und geht das nächste Mal zu Fitch. Bei Fitch wollte man aus ähnlichen Motiven nicht als Prinzessin auf der Erbse am Ball erscheinen, sonst sind die das nächste Mal womöglich bei Standard & Poor's. Und auch Standard & Poor's hat vermutlich eine innere Stimme vernommen, die gesagt hat, wenn wir nicht genug AAA außer Scheiße sind, das nächste Mal bei Moody's. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Geschäft, muss man sagen, war's. Ja? Moody's hat in diesen goldenen Jahren die Gewinne verdreifacht. Ne? Und anschließend waren dann eben diese schwindlichen Papiere ein solides, praktisch risikoloses Investment. Ne? Und eben AAA mittlerweile ist es eben allgemeiner Sprachgebrauch, aber das ist einfach ein bisschen, das muss man sich vorstellen, einfach vom Wert, stellen Sie, wenn man so im Supermarkt ist und man weiß gar nicht, was gefreut mich, was, kein Gusto, und nichts gefällt da, und auf einmal siehst du, das arme Gütesiegel, das ist geprüfte Qualität, also so ähnlich. Ja? Jedenfalls sind diese AAA-Pakete weggegangen wie Freibier am Donauinselfest. Vor allem die sogenannten institutionellen Anleger, also Pensionsfonds, Versicherungen, haben da sehr gern speziell darauf zugeschlagen, weil die hatten diese rigiden gesetzlichen Auflagen, dass sie das Geld, das ihnen nicht gehört, möglichst risikoarm, möglichst kapitalschonend, sprich AAA, veranlagen müssen. Und waren dann schon, wo ein AAA-Investment mit halbwegs einer Rendite ist, ich meine, hallo, es ist wie wenn du auf ein Studentenfestl in einer Kiefer-WG mit einer Schüssel Pommes frites reizt, so schnell kannst du nicht schauen, ist die blank. Ja? Die haben denen das aus den Händen gerissen, die Banken waren fassungslos, binnen kürzester Zeit haben sie nicht genug geschissene Kredite mehr gehabt, haben geschaut, wo kriegen wir mehr her, ja? Die Bauernfänger an der Front haben Überstunden geschoben, ja? Dass man da irgendwie noch mehr Förderkredite und jetzt, wir waren weg in der Sekunde, ja? Also die Kreditkeiler haben wirklich dann zunehmend dazu übergehen müssen, vor Glücksspielautomaten unter Brücken in Notschlafquartieren neue Geschäftsfelder zu erschließen. Also Sie bekommen jetzt von uns 600.000 Dollar, damit finanzieren Sie ein Haus. Sie wissen ja, Häuser in den Vereinigten Staaten von Amerika steigen immer im Wert. Das ist ein Naturgesetz wie die Schwerkraft. Die steigen im Wert und Sie können im Weiteren sogar auf die Differenz vom Anschaffungs- zum Aktualwert eine weitere Hypothek eröffnen und damit ein zusätzliches Objekt finanzieren. Na, wie klingt das? Hä? Willst du ein Haus? Haus. Da unterschreibt. Ja, man hat natürlich also auch sich der neuen Klientel ein bisschen angepasst. Es sind so eigene Bauernfängerkredite und Klauseln ausgehandelt worden. Also in der Regel waren diese Kredite so, dass man in den ersten beiden Jahren der Laufzeit zum Beispiel die Zinsen sehr, sehr günstig waren, dann dafür mit der Plötzlichkeit einer Hauswand angestiegen sind. Beziehungsweise war es ganz oft so, dass in den ersten beiden Jahren der Laufzeit oder drei Jahren mal gar nichts zum Zahlen war. Nicht einmal die Zinsen. Yeah. Die Zinsen werden additiv der Gesamtsumme zugeschlagen und regulär über den Gesamttilgungszeitrahmen hinweg abgebaut.
Haus. Genau, da unterschreibe, ja. Und das hat alles nichts genutzt, ja. Die Nachfrage war so gigantisch, irgendwann einmal sind den Bauernfängern an der Front die Sandl ausgegangen. Und das war der Punkt, an dem die Wall Street Banken dazu übergegangen sind, diese geförderten Subprime-Kreditpakete überhaupt zu generieren, zu schöpfen, Avatare davon zu erzeugen, die es jetzt nicht geben hat, in irgendeinem Sinn von geben. Die man aber mit richtigem Geld kaufen, das habe ich auch nicht verstanden. Also wenn Ihnen das interessiert, müssen Sie einen anderen fragen. Gleichzeitig war es aber so, dass auch an der Wall Street relativ früh sich doch einige am Kopf kratzen angefangen haben. Das war zum Beispiel bei Lehman Brothers, Gott hab sie selig, 2006 so, dass der Chef der Immobilienabteilung zu seinem Chef gegangen ist, also zum CEO von Lehman Brothers, das war damals Richard Fuld. Und wobei, kann sich an den noch wer erinnern? Richard Fuld? Super Typ. Reulos und unbußfertig bis zum heutigen Tag. Hat aber damals auch schon einen Ruf gehabt, er hat einen Wall Street Spitznamen. Sie nannten ihn Gorilla. Das war seiner Neigung geschuldet. Gespräche, die nicht in eine explizit von ihm intendierte Richtung abzugleiten drohten, mit zu korrigieren. Und er war einfach temperamentvoll. Er hat immer wieder Verhandlungspartner, die am Arsch gegangen sind, angekündigt, er würde ihnen das Herz ausreißen vor ihren Augen. Also einfach ein Typen, ja? Ein Charakter, ein Alpha, ein geborener Chef. Hat sie dann übrigens, stimmt wirklich, im CEO-Loft des Lehman Tower auch neben einem Schreibtisch einen riesigen ausgestopften Gorilla stehen lassen, damit es bei Geschäftsbesprechungen keine atmosphärischen Irrtümer gibt. Trotzdem hat sich der Immobilienmann eine traut bei ihm und hat so gesagt, du Richard, wir sollten das Risikopotenzial im Subprime-Segment unbedingt nochmal evaluieren. Und Richard Fuld hat gehandelt, wie jeder verantwortungsvolle Wall Street CEO in dieser Situation gehandelt hätte. Er hat die feige Arschwarzen fristlos entlassen. Und 2008 sind dann ein paar Dinge zusammengekommen. Man kennt es, ey, wenn man schon einen schlechten Lauf hat, kommt oft der Pech auch noch dazu. Ja, aus unvorhersehbaren Gründen waren plötzlich amerikanische Immobilien nicht mehr automatisch jedes Jahr 15% mehr wert. Gleichzeitig ist eine riesige Tsunami-Welle dieser Bauernfängerkredite in die Phase eingetreten, wo was zum Zurückzahlen gewesen war. Man konnte das nicht mehr mit virtueller Wertsteigerung gegenrechnen. Hat da bei den Hungerleitern angerufen und gesagt, jetzt geben wir jetzt unser Geld geben. Ich habe gesagt, wir haben eingeschaut, wir haben keins. Und zum fassungslosen Entsetzen der globalen Finanzelite hat dieses herrliche Gelddruck-Perpetuum mobile auf einmal einen Kuh im Reifen verreckt. Wobei verreckt trifft es auch nicht. Verrecken tut das Mausel im Winter im Gummistiefel. Das ist zu leise. Ich meine, das hat ja zerrissen, ja? Da sind ja die Schrapnel geflogen, da sind Duscher gemacht, die da über den Atlantik gehört. Ich meine, allein der Zusammenbruch von Lehman Brothers hat 600 Milliarden Dollar vernichtet. Ich meine, das ist ja nicht nix. Da kannst du ein paar Hypos ausfilettieren, ja? Ich meine, da war wirklich was los. Ich meine, ich habe mir damals gedacht, bist denn du deppert, ja? Da ist ja Wahnsinn! Ja, ich meine, ich habe irgendwie mal gedacht, Alter, also ich durfte eine vollständige Sonnenfinsternis live miterleben, ich habe das zumindest über den Fernseher verfolgt. Ich kann meine Enkel einmal was anderes erzählen, wie dass wir in Cordoba 3-2 gewonnen haben. Gleichzeitig. Gleichzeitig muss man aber bei aller Faszination für den Spektakelwert solcher Ereignisse doch auch festhalten, man darf darüber nicht die menschliche Ebene dahinter aus den Augen verlieren. Das wäre zynisch und die ist eben in aller Regel tragisch. Also der Zusammenbruch von Lehman Brothers war zum Beispiel für Richard Fuld zweifellos eine persönliche Kränkung. Klar, als gewohnheitsmäßig unfehlbarer Erfolgsmensch, du nimmst sowas persönlich, hat als kleines Trostpflaster immerhin die 456 Millionen Dollar, die er in den 10 Jahren davor erwirtschaftet hat, auch behalten dürfen. Klingt das auch viel, ich weiß, nein, die Republik Österreich, Gebiete, wieso kriegt ihr das, gibt es einmal unsere Leute und so. Aber um die Proportionen zu wahren, muss man auch sagen, allein, also vor dem Zusammenbruch des Bankhauses Lehmans waren allein Richard Fulds Lehman-Aktienoptionen 10 Milliarden Dollar wert. Und Hand aufs Herz, wenn Sie beim Einkaufen ein Geldbeutel mit 10 Milliarden Dollar ausstrahlen, sind Sie auch angefressen. Das ist menschlich. Der Hauptgrund aber, warum Lehman Brothers krachen gegangen ist und warum sämtliche großen Wall Street Banken von Goldman Sachs abwärts krachen gegangen waren, hätte nicht der amerikanische Steuerzahler spontan und freudig eine Eigenfettspende angeboten, ist noch mehr anderer.
Irgendwann einmal waren diese Subprime-Pakete dermaßen durch, dermaßen etabliert, dermaßen state of the art, dass die Banken, die den ganzen Beschiss, der ja von Anfang an war, konzipiert, organisiert, durchzogen und sich damit deppert verdient haben, zunehmend begonnen haben, einen Neid auf die eigenen Kunden zu kriegen, denen sie das gerade antragen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein super Investment, ich meine, Triple-E-Produkt, kein Risiko, anständige Rendite, jedem Arsch verkaufen, das und selber haben wir es nicht, ich meine, sind wir deppert. Die haben den Scheißdreck in die eigenen Bücher zu nehmen begonnen, und zwar in großem Stil. Die haben den eigenen Bauernfänger schmeckfressen, das musst du mal zusammenbringen. Vielleicht ein kurzes Gedankenbeispiel noch. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Stephansplatz und lernen durch eben eine Laune des Schicksals einen sehr leutseligen, sehr stark angesoffenen Milliardär kennen. Sagen wir, Sie sind ein bisschen ein Bell oder Bellin, dass wir es gendern, und erkennen das als Chance. Verzahnt ihn ins Haushaus, fahren auf zum Do und Co. und wagen ihm dort fertig ein. Wenn er soweit ist, eröffnen sie ihr Anliegen, sagen, ja, was man da draußen sieht vom Fenster der Stephansdom, der gehört Ihnen. Und sie würden ihn zufällig Umstände halber gerade sehr günstig veräußern. 10 Millionen Euro, boah, und er kann ihn mitnehmen, wie er ist. Und der Hund ist so fett, dass er wirklich zum Aufzug damit, oben fort, über den Grabenwald, in seiner Bank 10 Millionen in Bar flüssig macht und ihnen in einen Papiersackel gibt. Das könnte man annehmen, dass sie sich in diesem Moment auf dem finanzethischen Niveau von Lehman Brothers und Co. befinden. Im konkreten Fall stimmt es aber nicht. Weil dazu müssten sie die 10 Mille unterm Arm sich dann auch noch denken, da geht eine Schiene, Stephansdom, es ist mir aller drum, da hätte ich sicher woanders mehr gekriegt. Dem Nachrennen das Geld zurückgeben und ihr eigenes oben draufpacken, dann sind sie ungefähr dort, wo Goldman, Lehman und die anderen Trottel gefressen waren.